Ein weiteres Spiel, was vor 20 Jahren erschienen ist und sich in meiner Sammlung befindet, ist tatsächlich ein PS1-Spiel. Sheepdog and Wolf. Ein Spiel, das die Episoden um Sam Sheepdog und Ralph Wolf aus der Cartoonserie Bugs Bunny zum Vorbild hat. Ich selbst bin mit Bugs Bunny Cartoons aufgewachsen und wollte das Spiel deswegen schon immer in meiner Sammlung haben, bin aber stets darüber hinweggekommen, es mal zu spielen. Obwohl ich das Schleich- und Knobel-Gameplay des Titels ebenfalls sehr ansprechend fand. In dem Spiel befindet man sich in der Rolle von Ralph, dem Wolf, und muss in jedem Level je ein Schaf aus der Herde von Sam, dem Hund, stehlen. Das Ganze spielt sich herrlich tüftelig, da ihr Gegenstände, Schalter und Sprungpassagen im richtigen Timing auslösen müsst, um in jedem Level das Schaf von der Herde ins Ziel zu bringen. Dazu gibt es jede Menge der typischen Cartoon-Animationen aus der Serie. Einfach ein von vorn bis hinten wunderbares Spiel, wenn man die Serie toll fand und auf das Knobel-Gameplay steht. Die Steuerung ist zwar ein wenig hakelig, stört aber nicht, da es nicht spielentscheidend ist. So muss zum Beispiel bei einem Tod nicht gleich der Level von vorn angefangen werden und man bekommt wenigstens eine hübsche Animation zu sehen. Um euch einen Eindruck zu vermitteln, gehe ich mit euch mal einen Level durch. Zuerst lernen wir von Daffy Duck, wie man sich in einem Busch verstecken kann und den Blicken von Sam ausweicht. Und schleichen uns so hinter seinem Rücken vorbei. Dann bestellen wir über die im Level verteilten Briefkästen uns einen betörenden Schafduft, mit dem sich die Böcke anlocken lassen, und einen Ventilator, mit dem wir den Duft zu den Schafen lenken können. Anschließend holen wir uns noch ein paar Kohlköpfe, die wir geschickt auf einer Wippe platzieren. Nachdem wir das Schaf nämlich auf den Fahrstuhl platziert und per Knopf nach oben gefahren haben, läuft es schnurstracks zum Kohlkopf und mümmelt ihn weg. Nun können wir den Berg raufhüpfen und den Felsen auf die Wippe fallen lassen, wodurch das Schaf zu uns raufkatapultiert wird. Das Schaf befindet sich im Ziel und der Level ist abgeschlossen. Ein wirklich hübsches Spiel, das mir beim Anspielen viel Freude bereitet hat.